Es geht nicht um moralische Reinheit in diesem Ganzen, wie verändert mich das Evangelium, sondern es ist eigentlich der Punkt, dass wir erkennen oder verstehen, dass Gott in Christus uns umarmt, uns in Nöte lenkt oder führt, damit wir eben, wie bei Petrus ja auch, der dachte, er sei der Tollste der Jünger. Ich finde, wenn wir das Evangelium verinnerlichen, dass wir dann auch kritikfähig werden. Man sagt, Kritik ist Gratisberatung.